So, guten Tag. Ich sitze hier gerade mit einer Tasse Tee und meinem Laptop am Sonntagnachmittag. Habe heute eine Menge geschafft und wollte eigentlich nur mal die Zeit nutzen, noch mich mal zu melden und guten Tag zu sagen. So, in den letzten Videos habe ich ja viel über Berufswahl und wie man eventuell einen Karrierewechsel macht gesprochen und möchte dann eigentlich wirklich da auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, einfach wirklich mal Ideen anregen. Als wir damals in die USA gekommen sind, wir waren eigentlich wirklich für alles offen und entsprechend haben wir dann einfach überall alles probiert. Also ich habe mich auf Stellen beworben, die hatten nichts mit IT, also Computern zu tun. Ich habe mich in der Finanzwelt beworben. Ich habe mich auf teilweise komplett andere Berufe beworben. Also ich sag mal auch mal Manager in einem Restaurant oder so. Wahrscheinlich nichts ahnen wirklich, was das hatte. Aber häufig findet man viele Sachen erst raus, wenn man probiert. Und das Probieren, das einfach, egal was es kostet, sage ich jetzt mal, also außer Ego und Stolz, was soll groß passieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also wirklich mal in der Hinsicht, überlegt euch, woran habt ihr Spaß? Also ich sag mal, wenn Arbeit Spaß macht, dann ist es nicht wirklich Arbeit. Ich weiß, das hört sich jetzt wie so eine einfach so ein einfacher Satz an, den man häufig mal auch in Magazinen liest oder so. Aber wenn ich jetzt mal auf mein letztes Jahr zurückblicke, also die Arbeit hat wirklich Spaß gemacht. Und auch wenn ich jeden Tag 10, 12 Stunden arbeite im Moment, es kommt einem nicht so vor. A, geht die Zeit sehr schnell vorbei. Ich habe super Kollegen, mit denen ich mich super verstehe. Und auch viele Sachen außerhalb der Arbeit mache. Und dann kommt einem das nicht wie Arbeit vor. Auch wenn es wirklich Arbeit ist oder so. Ich meine, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Wenn man nicht Geld hat irgendwie aus einer Erbschaft oder Familie oder einem eigenen Betrieb oder Lottogewinn, was weiß ich, dann muss man eben arbeiten. Ne? So, und wenn man wirklich viel arbeitet, dann macht es einfach mehr Sinn, dass Arbeit auch Spaß machen soll. So, in der Hinsicht, wenn man also wirklich jetzt hier in die USA auswandert und die Chance hat, einfach mal den Beruf zu wechseln, dann wechselt den Beruf. Selbst wenn man nach 6 Monaten dann sagt, ach, das war aber echt nicht die beste Wahl, ich gehe wieder dahin zurück, was ich vorher gemacht habe, dann ist das ja auch nichts Falsches. Dann hat man einfach die Bestätigung bekommen, okay, der Beruf, den ich vorher ausgeübt habe, das ist wirklich der Beruf, der mir am meisten liegt. Da kann ich am besten Ergebnisse bringen und das macht mir am meisten Spaß. Es gibt auch viele Berufe, wo man einfach dem Geld hinterherrennen kann und macht Karrierewechsel alle 5 bis 10 Jahre. Also im Moment sind hier so gerade im Computerbereich Information Security, also die Leute, die sich mit Computersicherheit und Datensicherheit und sowas beschäftigen, da werden hier im Moment horrende Gehälter bezahlt. Also die Halbwertszeit eines Angestellten hier zumindest an der Westküste, so wie mir gesagt worden ist, beträgt zurzeit etwa 3 Jahre. Alle 3 Jahre wechselt jemand, der im Information Security, also in Datensicherheit, Computersicherheit arbeitet und wechselt den Beruf, nicht Beruf, wechselt die Firma. Und in der Regel werden dann die Gehälter dabei so um die 20 bis 25% erhöht. So, das ist natürlich dann, wenn man irgendwie da einen Einstieg in den Beruf schafft, das macht eine Menge aus. Also ein Arbeitskollege von mir, der hat vorher bei einer großen Entertainment-Firma gearbeitet und hat da Sicherheit gemacht und ist dann hier jetzt zu uns gewechselt. Wir sind ein kleineres Unternehmen, aber er hat wesentlich mehr Freiheiten. Also in der Hinsicht, er hat sicherlich auch mehr Geld bekommen. Aber es gibt einfach, man ist nicht so eingeschränkt und gerade dann im Bereich Computersicherheit und Datensicherheit und was man da alles machen kann, mit ein bisschen mehr Freiheit hat man wieder wesentlich mehr Spaß bei der Arbeit. So, und es geht ja nicht nur ums Geld. Ich meine, er hat vorher bei einer Firma gearbeitet mit 20.000 Leuten und da ist er sicherlich nicht schlecht bezahlt worden, aber die Arbeit hat halt nicht so viel Spaß gemacht, weil einfach gerade bei so großen Firmen man wirklich so eingeboxt ist ein bisschen. Und ein bisschen was von der großen Vielfalt verliert, weil einfach dann gibt es wieder die nächste Abteilung und den nächsten Abteilungsleiter und da kann man halt wirklich so ein bisschen eingeschränkt werden. Und wenn man dann zu einer etwas kleineren Firma geht, dann macht es einfach wieder mehr Spaß. So, ich habe vorher bei einer größeren Firma gearbeitet und hatte dann eigentlich dadurch Glück, dass es sehr vielfältig war, einfach weil es eine kleinere Gruppe war, bei der ich zuständig war.
ich war jetzt nicht im Headquarters oder im Hauptquartier oder in irgendwie so einer großen Gruppe, sondern es war wirklich eine Gruppe von 50, 60 Angestellten und Software Development, also wo man Software geschrieben hat. Und da hatte ich also wirklich den Vorteil, dass ich für alles im IT-Bereich zuständig war, mit Ausnahme vom technischen Support für End-User, auch da ein bisschen natürlich, aber ich habe wirklich ein Netzwerk, Storage, also Datenträger, große SAN Storages, was immer das auf Deutsch heißt, Windows Administration, VMware, also Virtualization und eine ganze Menge mehr. Also wirklich vielfältig mein Wissen einsetzen können und mich auch selber in dem Bereich dann weiterbilden können. Ähnliches habe ich jetzt auch, wo ich jetzt bin. Und daher macht das dann auch einfach viel Spaß. Also das will ich wirklich euch mit auf den Weg geben hier von diesem Video. Wenn man hier ist, überlegt einfach mal, wo macht es am meisten Spaß? Wo sind eure Hobbys? Kann man ein Hobby in einem Beruf wechseln? Also wenn jemand gut mit Fotografie ist, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und zwar nicht nur als Fotograf, aber Entschuldigung. Aber als Fotograf kann man zum Beispiel auch viel über Instagram machen. Oder auch Pinterest. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und gerade wenn man sich zum Beispiel so Instagram-Influencer anschaut, da läuft einfach wirklich sehr viel über die Qualität der Fotos und dass man Fantasie hat. Also wie gesagt, einfach nur eine andere Idee, aber einfach, was sind eure Hobbys und kann man eventuell ein Hobby in einem Beruf machen? Und wenn man dann Spaß dabei hat, umso besser. Ne? Und wenn man Spaß hat und wirklich auch gute Leistung bringt, dann folgt in der Regel auch das Geld. Und das im Endeffekt hilft ja dann auch wirklich ein angenehmes Leben zu haben. Ich will nicht nur sagen, dass man jetzt wegen dem Geld oder dem Geld nachfolgen soll, also Happiness, das ist wirklich eins der wichtigsten Dinge hier. Aber wenn man das alles miteinander kombinieren kann, dann glaube ich schon, dass das wirklich dann auch eine gute Position ist, in der man ist. So, das ist es für heute. Viele Grüße aus Vista in Kalifornien und bis dann.